Ja, Circvent gibt es seit über 35 Jahren, hervorgegangen aus der Softlab GmbH und vor 2 Jahren umfirmiert in Circvent. Wir sind insbesondere in den Bereichen Fertigungsindustrie, Banking, Versicherung und Telekommunikation unterwegs. Credible Consulting ist uns sehr wichtig. Eben angesprochen, dass wir in verschiedensten Branchen unterwegs sind und versuchen, in langfristigen Kundenbeziehungen einen Mehrwert für unsere Kunden zu erzielen. Das heißt, durch unsere Branchenerfahrung überlegen wir uns auf der einen Seite, welche Trends entstehen, entwickeln daraus auch Umsetzungskonzepte, setzen die mit unseren Kunden gemeinsam um und schauen nachher, wie erfolgreich wir zusammen gewesen sind. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus der Versicherungsbranche. Dort beschäftigt man sich seit vielen Jahren mit dem Thema der Industrialisierung und Automatisierung von Prozessen. Und über Jahre gewachsen sind dort Silos, sind dort Geschäftsbereiche, die in Sparten organisiert sind. Mit Business Process Routing versetzen wir unsere Versicherungskunden in die Lage, diese Silos aufzulösen und übergreifend über Front- und Backoffice die komplette Arbeitslast dynamisch und transparent zu verteilen. Viele unserer Kunden betreiben Contact Center mit mehreren hundert Arbeitsplätzen über verschiedene Standorte und vielleicht auch über Länder verteilt. Dabei kommt es darauf an, dass man neben einer sauberen Planung auch im Tagesgeschäft flexibel und schnell auf unvorhergehende Situationen reagieren kann. Mit Real-Time Management bringen wir auf der einen Seite historische Planungsdaten mit Real-Time-Informationen zusammen und bieten somit ein Hilfswerkzeug für unsere Kunden an, die im Tagesgeschäft schnell entscheiden müssen, wie sie auf Unvorhergesehenes reagieren können. Ich gebe ein Beispiel anhand der Swisscom. Die Swisscom hat vor ein paar Jahren überlegt, wie sie ihre 4 Standorte mit einigen hunderttausend Mitarbeitern besser zentral steuern können. Wir haben mit ihnen gemeinsam ein Organisationskonzept entwickelt, auf welche Art und Weise man dieses bewerkstelligen kann, haben einen zentralen Leitstand entwickelt. Auf der Basis von 9 Prozessen, die dafür sorgen, dass Eskalationen schneller stattfinden, Entscheidungen schneller stattfinden können, haben wir mit ihnen ein Cockpit-System entwickelt, das seit einigen Jahren dort im Einsatz ist. Darüber kann die Swisscom ihr Tagesgeschäft optimaler steuern und managen und können damit ihre Ressourcen sehr, sehr viel besser einsetzen. Am Beispiel der Swisscom hat sich gezeigt, dass sich das Investment, was damals notwendig war, um ein Vielfaches gerechnet hat. Bereits innerhalb von wenigen Monaten hatte sich eigentlich der Aufwand amortisiert.